Was geht ab, Freunde? Ja, Kevin Großkreuz hat's wieder erwischt. 10 Leute haben auf mich eingedroschen. Hier der Artikel von der Bild ist nicht zu lang. Auf jeden Fall war ja der junge Herr Großkreuz schon letztes Jahr oder wann war das gewesen? In Stuttgart, ich glaube in der Disco, in der Schlägerei verwickelt worden. Naja, also was hat er mal wieder gemacht? Weltmeister Kevin Großkreuz, 30 Jahre alt mittlerweile, ist am Sonntag in eine wüste Schlägerei geraten, die er eigentlich bloß verhindern wollte. Ja, passiert das Ganze beim Kreisliga C-Spiel seines Heimatclubs, bla bla bla. Nach Rot für einen Gästestürmer stürmen plötzlich 30 mitgereiste Anhänger über die Bande, verprügeln VfL-Fans. Großkreuz zu Bild, sie haben sogar Familienväter geschlagen, die ihre Kinder auf dem Arm hatten, geht gar nicht. Ja, ich wusste gar nicht, dass da ein Video dazu gibt. Ziehen wir uns mal rein. Auf jeden Fall ohne Ton, aber ihr seht hier, ja, Schlägerei, krass. Ja, aber was erwartet man, weiß ich meine, beim Kreisligaspiel ist es ja schon fast gang und gäbe. Ist jetzt nicht so, dass es wie in der Bundesliga ist, mit, keine Ahnung, Tausenden von Securities und Polizisten. Aber irgendwie trifft es jedes Mal den. Scheiße. Obwohl die Polizei gerufen wird, verzichtet Großkreuz auf eine Strafanzeige. Okay? Ich will eigentlich nur noch meine Ruhe, hab auf sowas keinen Bock mehr. Naja. Großkreuz schrieb unter anderem, diese Menschen sind einfach feige und nur stark in der Gruppe. Ja. Ich weiß auch nicht, wie der Junge aussieht. Jedes Mal trifft's den. Was soll ich dazu sagen? So. Naja. Also wie gesagt. Jedes Mal trifft 10. Mal schauen, wann das nächste Mal sein wird. Das war's auch schon mit dem Video. Ich meine, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.